Es geht um das Web 3.0. Kurz zu mir. Raphael Bujozek ist mein Name. Ich bin 25 Jahre alt, komme hier, hab's nicht weit, aus Offenbach, Ludwigstraße 19, falls mich mal einer besuchen möchte. Bitte über Twitter anmelden. Und bin im normalen Leben beim ZDF, bei einer ganz seriösen Anstalt des öffentlichen Rechts. Bin dort als Reporter, als Redakteur beim Heute-Journal und mache klassische Nachrichten. Das ist so mein einer Job. Der zweite ist ein bisschen interessanter für heute Abend. Ich habe vor 10 Jahren eine Firma gegründet, die heißt Glisco, mit einem Freund zusammen. Wir kümmern uns um Beratung und Support, also helfen Leuten, wenn der Computer nicht funktioniert, und geben ihnen Tipps, was man macht, damit er funktioniert. Das können Firmen und Privatleute sein und wie gesagt, seit 10 Jahren gibt es das Ganze schon. Großes Jubiläum dieses Jahr. Wer möchte, kann dazu mal auf unsere Homepage schauen, glisco.de. So viel zur Schleichwerbung, es liegen auch Flyer aus. Und jetzt wollen wir uns aber um das kümmern, weshalb wir heute hier sind, um das World Wide Web. Das hätte uns auch nicht, also ohne das wären wir heute Abend nicht hier, weil sonst hätten wir uns alle nicht verabreden können. Dann wären wir vielleicht auch nicht hier, weil wir kein Thema hätten, über das wir reden können. Wir würden uns vielleicht über das Wetter unterhalten, aber jetzt reden wir über das WWW. Wenn wir uns jetzt mal so fragen, wo sind wir mit dem Internet? Würden einige sagen, schon relativ weit, wenn sie schon lange dabei sind. Einige würden sagen, noch nicht weit genug, wir möchten gerne mehr. Schauen wir doch mal zurück. Es gibt klassisch das Web 1.0, da werden sich die Älteren hier vielleicht noch erinnern. Vor 10 Jahren war das irgendwie mal en vogue, ja, auch schon ein bisschen länger. Angefangen hat das ganze Jahr mit solchen Maschinen, da war das irgendwie noch militärisch angesiedelt und sollte eigentlich nur ein paar Computer dezentral vernetzen, damit man im Angriffsfall irgendwie noch ein paar Daten hat, damit man kommunizieren kann. So eine Idee war da. Später kamen dann solche schicken Kisten, Desktop-Computer, die Privatleute waren auch dabei, waren integriert. Ja, das ist hier ein Multimedia-PC, für den hat man damals noch 3000 Mark ausgegeben. Und der konnte auch Musik spielen. Aber insgesamt war das Internet doch, wenn wir ehrlich sind, eine ziemlich lahme Kiste. Ja? Links, die man klickt und mit denen man weiterkommt. Früher gab es ja noch solche Suchmaschinen. Dann, das ist noch gar nicht lange her, Web 2.0, Revolution. Das Internet wird neu, das Internet wird schnell, wir machen alle mit. Ja? Erstmal mit sowas hier, jeder hat sich Profile eingerichtet beim Social Network. Seht ihr das hier überhaupt? Ja, wunderbar, alle nicken. Seid ihr auch bei sozialen Netzwerken? Hoffentlich. Ja, alle vernetzt, alle bei Twitter, alle bei Facebook. Alle reden mit. Und Apps, ganz wichtig. Ja. Auf jedem Gerät, ich sehe hier Tablets, ich sehe Smartphones. Das Internet geht einen Schritt aus dem Computer heraus. Also nicht mehr nur dieser große Desktop-Schrank, sondern das Internet ist auch schon in anderen Geräten vorhanden. Ja. So. Und alle reden durcheinander, alles überall weiter teilen, verteilen. Irgendwie verliert man den Überblick, aber es ist cool. Jetzt ist das Thema meines Vortrags eigentlich Web 3.0 und da stellen wir uns jetzt die Frage, was soll denn das eigentlich sein? Was ist Web 3.0? Haben wir das vielleicht schon? Wir haben es noch gar nicht gemerkt. Oder kommt das erst noch? Was könnte denn jetzt der nächste Schritt sein? Machen wir mal eine Pause. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Also wir haben gesagt, Web 2.0 ist noch gar nicht so lange her. Ja, einige basteln immer noch an Web 2.0 Anwendungen und sagen, das ist irgendwie ein neuer Trend. In der Zwischenzeit ist Folgendes passiert. Wir haben die Cloud. Schon mal gehört, inzwischen machen Konzerne damit Werbung, einfach die Möglichkeit, mehr Daten zu speichern, als sie auf so ein Gerät passen. Im Internet, irgendwo auf großen Servern, Rechenzentren, piep's egal, da ist ganz viel gespeichert und es ist das Schlagwort aufgekommen, Big Data. Wir können große Datenmengen verarbeiten. Wir können in Rechenzentren auch mit wenigen Mausklicks große Daten auswerten, wir können sie, ja, analysieren. Wir können zum Beispiel sagen, Kundendaten von Menschen, die irgendwo waren, sag mir, wo war der Offenbacher? Könnten wir machen. Ja, müssen wir gar nicht auf unserem Computer machen, wir brauchen nicht so einen schnellen Laptop, sondern wir machen das einfach in der Cloud. Okay, das ist passiert. Noch ein technischer Schritt. Das wird jetzt sehr technisch. IPv6. Diese Internetadressen.
mit denen wir alle Geräte erreichen können, die im Internet sind, die sind irgendwann knapp geworden, wissen einige hier. Ja, da haben sich schlaue Leute überlegt, wir müssten mehr Adressen zur Verfügung stellen, damit irgendwann mehr Geräte ins Internet kommen. Weil diese ganzen Tablets und Handys, die wollen alle im Internet sein und irgendwann gehen uns die Adressen aus. Plötzlich heißt das kein Anschluss unter dieser Nummer oder vielleicht melden sich zwei auf der anderen Leitung. Also mehr IP-Adressen. Ist passiert, die Umstellung läuft, funktioniert. So, und der nächste Schritt. Auch das Internet selbst ist intelligent geworden. Es versteht uns jetzt plötzlich. Wir haben Spracherkennung. Siri ist da nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Dinge, die sogar noch viel weiter gehen als das, was wir jetzt momentan schon haben. Suchmaschinen interpretieren unsere Anfragen. Die Technik beginnt uns zu verstehen. Wir sind da erst am Anfang. Okay, das alles ist passiert. Und jetzt nochmal die Frage, was könnte jetzt dieses Web 3.0 eigentlich sein? Ein Tipp, das Web 3.0 hat mit Autos zu tun. Waschmaschinen, anderen Geräten, Haushaltsgeräten und mit Pflanzen. Ja. Denn das Internet, wie wir es kennen, geht eine Stufe weiter. Das Internet wird jetzt das Internet der Dinge. Dieses Web 3.0. Und ich behaupte jetzt, dieses Web 3.0 ist schon da. Vielleicht noch nicht hier in Offenbach, vielleicht noch nicht hier im AFIP. Aber auf jeden Fall ist es da in Stuttgart. Und jetzt hoffe ich, dass das Video funktioniert. Das ist jetzt ein spannender Augenblick beim ersten Webmontag. Wir gehen mal nach Stuttgart, denn dort habe ich fürs ZDF mal Jochen Burkhardt besucht. Die Heizung wird abgeschaltet, wenn ich vielleicht auch lüften möchte. Es funktioniert, aber wir sollten von Anfang an gucken. Das ist Jochen Burkhardt, seines Zeichens IBM-Entwickler. Und deswegen werden wir jetzt auch sehen, ich habe bei ihm geklingelt mit einem Kamerateam. So sieht also meine Arbeit aus. Der hat ein sehr verrücktes Haus. Hört nämlich auf seine Schale. Haus, Küche, Licht und Schatten. Und das Haus antwortet. Die Waschmaschine ist fertig. Damit bekomme ich Nachrichten, wie jetzt zum Beispiel, wenn die Waschmaschine fertig ist oder wenn ein Fenster zu lange nach dem Lüften offen ist. Ich aufmache, weiß das Haus, die Tür ist offen und fährt automatisch den Rollladen hoch. Die Heizung wird abgeschaltet, weil ich vielleicht auch lüften möchte. Und wenn ich draußen sitze im Sommer, fährt natürlich der Rollladen in der Zeit nicht mehr runter, damit ich nicht ausgespart werde. Also wir wissen, der Mann ist Informatiker, der hat da ein bisschen dran rumgebastelt. Das ist natürlich nicht so der normale Weg. Wenn das Video jetzt nicht stoppen würde, ihr seid wahrscheinlich alle im WLAN, dann würden wir sehen, dass der in seinem Keller... Ist hier ein Telekom-Anschluss? Ja. Ich glaube, es ist Alice. Es ist gedrosselt. Genau, der ist gedrosselt. Na komm, ich zeig's euch mal so. Sein Fernseher bewegt sich und irgendwo sehen wir jetzt auch gleich, dass er einen ziemlich schicken Schaltkasten im Keller hat. So sieht das Ganze aus. Ich habe vor 10 Jahren damit angefangen, aber mittlerweile... Den Zwischenruf kann ich beantworten. Seine Frau ist auch Informatikerin und bastelt fröhlich mit und freut sich, dass die Waschmaschine sagt, wenn sie fertig ist. Das erleichtert ihr den Haushalt. Okay, lass mich das einfach fertig texten, was er gesagt hat. Er sagt, die Vernetzung der Dinge ist für ihn besonders schön. Er meint, das Web 3.0 soweit, ist schon angekommen. Ja, interessante Sache. Jetzt frage ich mich, wie viel davon ist denn schon angekommen? Weil wir haben ja gesehen, der Mann hat ein bisschen rumgebastelt in seinem Keller. So ohne weiteres würde das bei mir nicht funktionieren, denkt jetzt der eine oder andere. Es funktioniert zum Beispiel bei dieser Pflanze. Da zeige ich jetzt mal schnell hier diese Sache, die ich mitgebracht habe. Es soll kein Product Placement sein, deswegen stelle ich verschiedene Produkte vor. Dann ist man als Journalist immer auf der sicheren Seite, weil man sagt, ich habe alles vorgestellt, keine Werbung. Das hier ist ein Pflanzensensor. Den kann man tatsächlich, ist kein Golfschläger, den kann man tatsächlich so in die Pflanze reinstecken und dann hat die Pflanze WLAN. Dann kann die Pflanze... Hier, so sieht man das. Ja. Mit diesem Sensor die Bodenfeuchtigkeit messen, Temperatur, Lichtintensität, ja, und mit 2 Batterien funktioniert das Ganze. Und
gesendet an eine App, bekomme ich dann mit, dass diese Pflanze Durst hat. Und man kann sogar noch einstellen, also wer das googeln möchte, Kubachi heißt der Hersteller, man kann dann sogar noch einstellen, was für eine Pflanze das ist, und die App ermittelt, wann die Pflanze Durst hat, wie viel Licht sie braucht. Das ist ein Beispiel für das Internet der Dinge. Ja, dieser Sensor jetzt, falls ihr nachgucken wollt, kostet glaube ich so 130 Euro, empfiehlt sich jetzt nämlich direkt für den Hobbygärtner, aber es wäre schon zu kaufen. Hat was von einem Tamagotchi. Ja, der nicht. Im nächsten Schritt Haushaltsgeräte. Ein weiteres Beispiel, wo das Internet der Dinge heute schon ohne weiteres möglich ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier im Raum eine Fritzbox haben. Ist so eins der gängigsten Router-Geräte. Es gibt noch andere Hersteller. Da gibt es jetzt seit dieser CeBIT neu eine Steckdose, die man sich einfach irgendwo an die Lampe stecken kann, und dann kann ich auch über die App, dann kann ich über das Internet, egal wo ich gerade bin, mein Gerät zu Hause fernsteuern. Ich kann es einschalten, ich kann es ausschalten, ich kann den Stromverbrauch messen, das ist der erste Schritt, und ich habe mich mit den Herstellern unterhalten, die sagen, sie versuchen jetzt damit erstmals irgendwie in diesen Markt zu kommen, und wenn das Erfolg hat, das Gerät kostet jetzt auch noch um die 50 Euro, ist natürlich auch noch teuer, da möchte ich jetzt nicht 20 Stück anschaffen müssen, aber wenn sich das irgendwie für den Hersteller lohnt, dann planen die weitere Geschichten, und dann kann man auch sagen, ein Dimmer oder eben Waschmaschine ans Internet anschließen, solche Dinge sind dann schon in Planung. Einen großen Schritt weiter bei dieser Sache ist die Firma Digitalstrom. Von der war ich auch sehr begeistert. Und da gibt es so kleine Lego-Klötzchen hier. Also es ist natürlich kein Lego, sondern das sind Lüsterklemmen. Wer schon mal zu Hause Strom, eine Lampe angeschlossen hat oder so, wird das kennen. Man kann da Stecker reinstecken und dann verbindet das eigentlich einfach so die Stromleitung. Ich gebe die mal rum, damit ihr mal gucken könnt, wie das so aussieht. Ja. Reicht die mal weiter. Und die Teile kann man bei sich zu Hause einfach irgendwo in der Wand versenken. Das macht natürlich ein Elektriker für einen, weil das sonst ein bisschen zu aufwendig ist. Und im Sicherungskasten gibt es dann eine Sicherung, die so aussieht, wie eine normale Sicherung aussieht. Die ist aber ein Server. Und dieser Server verwaltet sämtliche Geräte, sämtliche Lüsterklemmen und kann damit eine Lampe, die normal vorhanden war, dimmen, einschalten, ausschalten, je nachdem, was das Programm hat. Die Farben haben eine Bedeutung, also es gibt irgendwie Gelb für Licht, das sind normale Dimmer, und für Schalter gibt es andere Farben, also das ist so dieses System. Wenn ihr die einfach mal weiterreicht, ich hätte die gerne wieder, die sind ein bisschen teuer, aber hinten ist auch ein QR-Code drauf, da kann man sich das angucken. Also, so viel bei Haushaltsgeräten, und bei Autos, ja, ist eine teure Anschaffung, der Deutsche weiß das, er liebt sein Auto, wird man aber diese Entwicklung wahrscheinlich am schnellsten sehen, weil da die Hersteller hinten dran sind, die sagen, wir verkaufen nicht mehr so viele Autos, aber wenn, dann sollen die richtig cool sein und laufen. Und auch da habe ich ein Video mitgebracht, lasst uns mal reinschauen. Das ist nämlich der Chef von dem Jochen Burkhardt bei IBM. Und deswegen IBM, weil IBM da in einem Forschungszentrum schon sehr weit ist, was diese Dinge angeht. Meiner Meinung nach werden wir das Internet der Dinge als erstes im Auto bemerken. Beispielsweise, wenn sich Autos untereinander abstimmen, sich gegenseitig vor Gefahrenwahn oder eben vor Verkehrsstaubahn. Andere Beispiele sehen wir als IBM, die wir vor allem mit Firmen arbeiten, im Gesundheitswesen, in der Logistik. Schauen wir mal in die Logistik. Also so eine Amazon-Vertriebshalle, wo Mitarbeiter durchlaufen, wird es vielleicht nicht mehr geben. Denn das sind Roboter, die das Fraunhofer-Institut entwickelt hat, die selber wie kleine Tierchen durch die Halle flitzen und wissen, wo sie hin müssen. Da sprechen wir auch hier mal mit dem... Wie Arbeiten oder Kinder und Ähnliches, ja, sich untereinander mit ganz wenigen Worten, mit ganz wenig Informationen darüber unterhalten, wer denn jetzt den kürzesten Weg gefunden hat. So tun das die Shuttles ja auch. Also intelligente Shuttles, die über die Cloud funktionieren, wissen, wo sie hin müssen, wo das Paket hin muss. Ja. Eigentlich eine Vision der Zukunft, heute schon Realität. Wir können das nutzen. Das ist ein Beispiel für Internet der Dinge. Was bringt das Ganze? Wir haben die Firmen gesehen, wenn diese ganzen
5-Euro-Kräfte in der Amazon-Halle nicht mehr arbeiten, würde das Päckchen schneller ankommen. Und grundsätzlich geht die Entwicklung dahin, dass wir schneller reagieren wollen. Die Logistik ist einer der Profiteure von dem Internet der Dinge. So viel bis hierher. Die Buffets sind aufgebaut, wir werden gleich was zu essen bekommen. Vorher ein letzter Schritt, denn ich habe jetzt quasi alle Zukunftsvisionen vorweggenommen, die ich persönlich noch vor einem halben Jahr hatte. Für mich habe ich die Frage gestellt, was kann denn jetzt noch kommen, Web 4.0, was wird das sein, wie geht das dann weiter? Und auch da war ich auf der Suche und habe in New York jemanden gefunden, der einfach mal, also der ist Forscher, der ist eigentlich Physiker, Michio Kaku, ich hoffe, der spricht sich so auch, Michio Kaku. Der Mann ist in New York an der Universität und kennt sich aus mit theoretischer Physik. Und dieser Mann ist der Visionär, hat auch ein ziemlich dickes Buch dazu geschrieben, was ich sehr empfehle, die Physik der Zukunft. In diesem Buch räumt er einfach auf mit allen Zukunftsvisionen und sagt, Star Trek wird irgendwann Realität. Ja, so ungefähr. Das Witzige, ich habe das Buch jetzt vor einem, guten Vierteljahr gelesen. In den ersten Kapiteln beschreibt er Brillen, die, mit denen man irgendwelche Computer sehen kann, Autos, die von selber fahren können. Das Buch ist vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr in Amerika erschienen. Da war das Ganze noch nicht echt. Inzwischen hat Google die Hälfte seines Buchs schon umgesetzt. Also sehr interessant, das Ganze zu lesen. Und wenn ihr noch so lange Geduld habt, zeige ich euch gerne, was er zur Zukunft des Internets und zur Zukunft insgesamt gesagt hat. Allerdings in Englisch. Ich bitte, euer bestes Schulenglisch aufzusetzen dafür. Everywhere and nowhere. Like electricity. Where is electricity today? Electricity is everywhere and nowhere. The same thing with computers. When computer power goes into your glasses, your wristwatch, your contact lens, the computer itself disappears. And what you interface with is the cloud. Das sagt er zum Internet der Zukunft. Der Computer wird verschwinden. Es wird ihn nicht mehr geben. Wir werden diese Geräte nicht mehr haben. Wir werden interagieren mit allen Dingen. Ja, ist doch eine schöne Vision. Vielleicht treffen wir uns dann irgendwann demnächst in der Cloud. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.